Warte ganz kurz, mal einmal kurz minimieren. Das Ding will mich, glaube ich, verarschen. Na, jetzt geht das wieder. Ich kann das letzte Kompassteil nachbauen, aber dazu brauche ich Polykryten-Proben. Wenn du die besorgst, kann ich den Schlüssel rekonstruieren. Und dann gebe ich ihn Scarlett und er hilft ihr, den Schatz zu finden. Und sie heiratet mich und wir kriegen 100 Babys und ich werde ewig leben. Das wird das Paradies. Okay. Also ich glaube, Kinder mit dem Typ haben möchtest nein, du, ist das, nein, das Letzte, was du möchtest. Nein, das möchte Scarlett nicht. Würde, das möchte Scarlett nicht. Heißt für mich sie nicht, aber du, oder wie? Nein, also ich garantiert nicht, oh mein Gott. Nee. Ganz ehrlich, das würde... Ich weiß, da kann jetzt da nicht... Ich glaube, da... Ich glaube, bevor du das zulässt, entwickelt sogar mein Typ hier noch Gefühle. Wow. Ich hasse diese Bad ist Loader. Ich habe den verlorenen Schatz des Landes monatelang studiert. Ich werde den Kompass nachbauen. Für sie. Unmoralisches Verhalten. Ich bin Zensorbot. Jegliches Unschicklich. Ach, der stimmt. Werden. Ein abartiger Namen spielt ein Zensurbot. Ach, der ist so geil, der Typ. Ey, das sind Nebenquests, die musst du schon fast machen. Die Dialoge sind geil, du musst ihn umbringen. Warum? Er hat schändliche Texte verfasst, weißt du? Aber wenn wir die, wir machen die Nebenquests ja nicht, ne? Nein. Kann ich ja erzählen. Oh, Waffenkiste, Ich muss erst mal die Hauptmission wieder raussuchen. Da musst du zum Beispiel einbringen, weil, umbringen, weil er böse Rap-Texte verfasst. Echt? Ja. Das ist der Zensur, das ist der Zensurbot. Das ist eine Waffenkiste, ey, das ist so lustig. Irgendwas Interessantes drin? Ne, Maschinenpistole mit 650x2. Nein. Du solltest dich da mal reinstellen hier. Wieso? Ja, Sirenen und Iridium, vielleicht hilft's ja. Nö. Probier's mal mit Essen, vielleicht funktioniert das. Ich komm hier nicht mehr raus. Junk Loader. Ich komme jetzt auch hinterher. Ich musste da ja unbedingt runtergehen. Das wäre mal. Ja, das wäre. Das wäre mal ein extrem lustiges Feature gewesen, wenn du übel abgegangen wärst jetzt. Ja, das wäre echt geil gekommen. Das wäre richtig. Wie viele Waffenkisten hier einfach immer rumliegen. Ja, ne? Oh, ich hasse die Exploder, ey. Nicht nur du. Und wie viel... auf die Beine. Ja. Bam, 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 bam. Ich hab mein Ohr juckt. Waffenkiste. Weißt du, Scarlett ist bestimmt eins
Mit Schilde. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie bereut, dass sie mich in die Ostjahrs verbannt hat. Nee. Wer ist hier an der Schicht? Ich muss ihn verraten. Warte mal, was hast du gemacht? Was ging denn jetzt gerade? Ich höre noch was. Ha! Komm schon! Man kann wie mein Skin hier alles regelt, ey. Alter, wie von was für einer krassen Monsterjagd gezogen werden, Mann. Waffenkiste? Ja. Süß, ist der klein! Was denn? Der Raketenwerfer. Oh. Adoptieren wir ihn, der ist so putzig. Jetzt fast genug, Polykritin. Sobald ich dir das letzte Kompassteil gebe, musst du alle vier Teile kombinieren und sie dann zum Magnus-Leuchtturm bringen. Dort erfährst du, wo der verlorene Schatz des Sandes vergraben ist. Und dann dürfen wir bestimmt auch gegen Scarlet kämpfen. Zu deiner Frage, das könnte ich dir beantworten, aber ich dachte, wir wollten hier spoilerfrei spielen. Ja. Sammle du das unzeitgültige Material des Abartigen ein. Es muss eingehend studiert werden. Alter, voll das Labyrinth, ey. Carbon Slag Crater. Yeah. Aber der ist nicht. Der ist aber nicht auf. Auf Badassness ist das. Badass approaching. Oh, fick dich. Keine Panik. Danke, das habe ich gebraucht. Oh, echt? Ich auch. Ach, da ist er. Ja. Level 32. Ach. Geh mal weg. Ich pack mal kurz meinen Raketenwerfer aus und regel die Sache. So. Der war schwer. Der war so schwer. Lol, wie ich einfach einmal drauf geschossen habe und der tot war. Was ist zu erwarten mit einem Raketenwerfer, der 26.000 okay. Macht? 29.000. Du hast ja auch drauf geschossen, also. Da war nur ein Raketenwerfer in der Dings drinne. Ja, gut. Gut, gut, gut. Das genügt. Komm zurück. Dann baue ich dir das fehlende Kompass da. Aktiviere Kampfmodus. Ach so. Der Tod, das bin ich. Ha 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 ha.
Warum keuchst du so? Sag es meiner Frau, nicht mir. Ich habe keine Ahnung, warum die so rumhechelt. Also ich keuch ja nicht, ne? Ich habe ja auch einen coolen Helm auf, also. Es ist jetzt nach 0 Uhr. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich soll auch noch Borderlands installieren. Zu killen und meinen Roscoe zu rächen. Gott, Roscoe war so süß. Wow. Ich hab grad. Zurück an die Arbeit. Schreibt irgendwas, verdammt. Alter, ich hatte gerade wirklich hier Bauchkribbeln. Oh, ich aber auch. Ich dachte, ich flieg daneben. Ja, ich bin ja auch daneben geflogen, aber ich hatte Bauchkribbeln bei dem Fall gerade. Ja, das war die ich vorhin gemeint hatte, die Schneiper. Warte! Das aus, bitte! Wir müssen tauschen! Wir müssen nicht tauschen! Wir schießen unser Boot an, lol. Hammer unlogisch! Naja, unlogisch nicht, aber. Kommen wir da jetzt durch? Herbert, willkommen! Herbert! Der Rusty Yards! Da 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 Warum ist das Scheißding jetzt eigentlich wieder da drüben? Keine Ahnung, obwohl wir es hier gelassen haben, ne? Ich renne gerade voll gegen dich. Wenn ich jetzt eigentlich nur zur Seite gehen müsste, ich wäre so hart runtergefallen. Das glaube ich dir. No! Oh, ich wäre fast. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Oh! Was hast du geregelt? Das war meine Schurke. Ich bin bei dir. Vielen Dank. Ich wusste nicht, dass ich mit der Witz selber Schaden machen kann. Lol. Jetzt weißt du es. Fuck, get in the mess, ey. Ey, das war jetzt gerade Self-Owned Stufe 3. La 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 la. Ich muss sagen, ich habe mich gerade so hart selber geowned.